Der Verein Karl Friedrich Friesen steht für 65 Jahre Sport im Bezirk Lichtenberg. Nur wenige Vereine in Berlin können auf eine solche Tradition verweisen. Neben Freizeitsport bietet die 1951 gegründete Sportvereinigung auch Fußball, Gymnastik, Karate, Tischtennis, Volleyball sowie Wasserspringen an. Für die Mitglieder bei Friesen e.V. steht neben der regelmäßigen sportlichen Betätigung auch die Gemeinschaft im Vordergrund. Neben dem Spielbetrieb machen wir viel noch nebenbei, also sozusagen als Vereins, was letztendlich die Vereinsarbeit betrifft. Wir gehen ab und zu bowlen, machen einmal im Jahr eine Trainingsfahrt und auch eine Weihnachtsfeier, sodass das Vereinsleben eigentlich durchorganisiert ist und vielen auch Freude macht. Wenn die Geburtstag ist, dann gibt es schon mal einen aus und Weihnachtsfeier gibt es auch. Beim Italiener dauert manchmal ein bisschen länger. Und ansonsten freuen wir uns immer, sag mal, auf die große Fete des SV Friesen, wie zum Beispiel jetzt am 1.10.2016. An jenem Tag feierte der 1951 gegründete Verein seinen 65. Jahrestag. Zum Vereinsgeburtstag gratulierte unter anderem auch die Sportstadträtin Kerstin Beurich im Namen des Bezirks zum Jubiläum. Ein weiteres Highlight für viele Mitglieder der SV Friesen ist die jährliche Drachenbootfahrt. Von Köpenick aus erobern die Sportlerinnen und Sportler die Spree. Im Anschluss lässt man gemeinschaftlich den sportlichen Ausflug mit Speis und Trank ausklingen. Es ist der Mix aus Freizeitsport, Teamgeist und gemeinsamen Events, der die Sportler an den Verein bindet. Einige sind bereits über viele Jahre ein Teil der Sportvereinigung. Und es gibt auch allen was, ne? Weil wir uns auch alle gut verstehen und das ist eigentlich ganz prima. Ich hatte furchtbare Rückenschmerzen und meine Freundin war Ärztin, die ist leider unterdessen gestorben und die hat mich hierher mitgenommen und seitdem geht es mir gut. Jeden Freitag und es war schwer für mich, meine ganze Verwandtschaft daran zu gewöhnen, dass ich Freitagabend nicht kann, weil ich Fußball spielen gehe. Es war sehr egoistisch, aber ich brauche den Freitag, um einfach aus der Woche rauszukommen. Wir haben ja viele Alleinstehende, also die schon Witwen sind und ähnliches und die sind froh, in so einer Gruppe zu sein, dass sie einen Zusammenhang haben und sich nicht in ihren vier Wänden verkriechen müssen. Das muntert ja auch alle wieder auf. Man sieht ja, hier kommt Jung und Alt zusammen und man muss kein Profi sein, ja, man lernt und also wir haben schon viele hier aufgenommen und sind eine Gemeinschaft geworden und ist super, ja, ist gut, super Ablenkung neben der Arbeit hier abends abzuschalten und dann eben den Sport nachzugehen. Also es macht großen Spaß. Ich denke, wir sind eine tolle Truppe und spielen ja hier schon seit vielen Jahren zusammen. Aber würden uns natürlich auch über Nachwuchs freuen. Ja? Also wir sind ja nun schon etwas in die Jahre gekommen und so ein bisschen das Mittelalter oder auch ganz junge Leute würden hier gut noch mit dazu passen. Wenn auch Sie ein Teil dieser Gemeinschaft sein möchten, dann wenden Sie sich an die Geschäftsstelle oder den jeweiligen Ansprechpartner der entsprechenden Abteilung oder Trainingsgruppe. Der SV Karl Friedrich Friesen e.V. freut sich auf Sie. Ja!